Okay, dann können wir ja uns diese Aufgabe zur induktiven Kopplung anschauen. Die sieht, würde ich sagen, tatsächlich deutlich komplizierter aus, als sie denn eigentlich so ist, weil hier einfach ziemlich viel erklärt ist. Also wir haben zwei Stromkreise, die jetzt hier so mit Hin- und Rückleiter gezeigt sind. Also das soll der erste Kreis sein. Ja, wir könnten uns sagen, hier oben fließt irgendwie der Strom in die Tafelebene meinetwegen hinein und kommt dann hier unten wieder aus der Tafelebene raus, und in dem zweiten Kreis wäre das jetzt praktisch irgendwie ähnlich. Ja? So, und jetzt kann man eine Gegeninduktivität, eine Koppelinduktivität zwischen diesen beiden Kreisen ausrechnen mit dieser wunderschönen Formel hier. Wo die herkommt, spielt jetzt mal keine Rolle. Die nehmen wir jetzt mal als so gottgegeben hin. Und da steckt auf jeden Fall sowas wie die Permeabilität drin, natürlich wieder die Länge. Ja, je länger die Kreise sind, desto mehr Koppelinduktivität wird da sein. Faktor 2 Pi, der natürlich irgendwie aus den Feldgleichungen daher stammt. Und dann so ein paar Abstände, und die Abstände, in diesen Abständen steckt letztendlich sowas wie die Schleifenfläche drin. Ja, also, und die Idee ist, wenn ich jetzt hier einen Strom fließen habe, ich nehme mal vielleicht hier so gelb als so eine ein bisschen leichtere Farbe. Also hier fließt jetzt Strom in die Tafelebene rein, dann ergibt sich mit der rechten Handregel natürlich so ein Feld, was hier so in die Richtung fließt, oder Feldlinie hat. Wenn der Strom hier unten aus der Tafelebene rauskommt, dann ergibt sich hier auch ein Feld, was so in die Richtung zeigt. Und ein bisschen was von diesem Feld, wenn ich das jetzt mal so weitermache, wird natürlich auch potenziell durch das hier durchgehen. Ja, ist das sinnvoll, dass das so ist? Ich überlege gerade so aus Symmetriegründen, weil sich natürlich hier immer so Sachen, die nach oben und unten zeigen, genau gegenseitig aufheben. Ja, aber die Symmetrieebene liegt ja hier in der Mitte. Und genau, aber von hier oben kommt hier eben auch Feld, was hier gewinnt. Und also auf jeden Fall in dem ersten Kreis haben wir einen Strom zu fließen. Der macht uns Feld, und ein bisschen was von dem Feld durchsetzt eben auch diese Ebene hier von dem zweiten Kreis, und dann ja, haben wir eine Spannung, die in den zweiten Kreis induziert wird. So, und die soll jetzt genau in Teil A ausgerechnet werden. Berechnen Sie die Spannung U2, die in den zweiten Kreis durch induktive Kopplung und so induziert wird. So, und tja, wie könnten wir die formell ausrechnen? Genau, also wir könnten im Zeitbereich schreiben. Genau, und jetzt müssen wir gucken, wie groß ist die Amplitude und wie groß. Also hier geht es, ich glaube, bei A geht es jetzt darum, wir haben eine Frequenz, also wir können das mit dem m mal j mal Omega mal i schreiben. Also Strom im ersten Kreis ist vielleicht ein bisschen unkonventionelle Reihenfolge hier oben in meiner Gleichung, aber genau das drückt das aus. Ja, und den Strom haben wir, der steht hier, die Frequenz des Omega haben wir auch. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist das m? Also das nenne ich mal M12, ne, was vom ersten Kreis in den zweiten Kreis überkoppelt, und wenn das linear und passiv und symmetrisch, also dann sollte das natürlich M21 genauso groß sein. Vielleicht nennen wir es einfach nur m, um hier keine weitere Verwirrung zu stiften. So, und das M steht hier. Das können wir hier direkt im Prinzip ausrechnen. Dafür bräuchten wir jetzt aber noch diese Abstände. So, und für die Abstände können wir jetzt hinschreiben S14 soll das hier sein. Das ergibt sich dann woraus? Genau, da können wir einfach Satz des Pythagoras nehmen. S²
plus h Quadrat. So, und S und H sind jeweils 50 mm. Also kommt hier sowas raus wie Wurzel 2 mal 50 mm. Und dann können wir gucken, das ist ja diese Diagonale hier, das ist dann das S1,4 ist das gleiche wie das S2,3. So, und dann haben wir noch einen anderen Abstand gegeben, nämlich das S24, und das sollte das gleiche sein wie das S13, und das ist einfach S und das sind einfach 50 mm. So, und das heißt, das können wir jetzt nehmen, können das hier in diese Formel für das M einsetzen. Und dann kommt raus, M ist μ0 mal L. Vielleicht setze ich das auch gleich ein. So, das μ0 war wie groß? Das waren diese 4 mal Pi oder roundabout 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7. Also, und die Einheit sind Voltsekunden pro Amperemeter. Dann haben wir die 2 Pi, da kürze ich schon mal ein Pi weg. Und wir haben noch die Länge da oben zu stehen. Und die Länge sind 2,5 Meter. Da können wir jetzt sagen, also boah, bei 2,5 Meter, ne, 10 Kilohertz hatten wir gerade irgendwie auch schon mal ausgerechnet bei... Was bei 1 kHz müssten wir 30 Kilometer Wellenlänge gehabt haben, bei 10 kHz 3 Kilometer wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig rechne. Genau. Also da sind die 2,5 Meter sind auf jeden Fall deutlich, deutlich kürzer. Ne? Also hier können wir mal irgendwo hinschreiben, hier das L ist auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner als Lambda. Das ist überhaupt gar kein Problem, dass das hier elektrisch klein ist. So, dann also mal diese 2,5 Meter. Da kürzen wir auf jeden Fall schon mal die Meter weg. Es bleibt Voltsekunden pro Ampere über. Und das ist auch, kann man auch schreiben als Henry. Und das ist ja auch gut, dass man das als Henry schreiben kann, weil wir wollen ja die Induktivität ausrechnen. So, und dann steht hier nur noch der natürliche Logarithmus. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier oben steht das Produkt von den beiden, also Wurzel 2 mal Wurzel 2. Achso, und hier das Quadrat macht sich natürlich wieder weg. Genau, dann bleibt da nur noch im Prinzip eine 2 über, also 2 mal 50 Millimeter, Quadratmillimeter, und hier unten steht eben auch das Produkt von den beiden, 50 Quadratmillimeter Quadrat, und dann kürzen sich die gegenseitig weg und dann bleibt da der natürliche Logarithmus von 2 über. Und dann können wir für das M, tja, das jetzt einfach ausrechnen, 4 mal 2,5 macht irgendwie 10, ne? 10 mal 10 hoch minus 7 macht 10 hoch minus 6, und das mal den natürlichen Logarithmus von 2, den ich nicht im Kopf rechnen kann. Aber da kommt ein Zahlenwert bei raus. Ja, sag mal was. Ich habe eine LN von 2 ist einfach nur 0,7. Der LN von 2 ist 0,7? Aber ach so, warte mal, und wir haben noch einen Faktor von 2, ne? Weil hier die 4 und die 2, ah hier, und wir haben nochmal durch 2. Also 4 mal 2,5 macht 10, durch 2 macht 5. Ich tippe das jetzt trotzdem mal einfach ein. Also das macht 4 mal Pi mal 1 e hoch minus 7. Genau, das macht diesen Wert. So, und die Länge, haben wir gesagt, sind 2,5 Meter. Und dann sollte das M sein, μ0
mal die Länge durch 2 durch Pi mal, ups, mal den Logarithmus, den natürlichen von 2. Genau, und dann kommen da was haben wir vorher gesagt? 5 mal 0,7, ne? Das müsste eigentlich passen. Jetzt, ich überlege nur, warum kommt da jetzt 10 hoch minus 7 raus und nicht 5 mal 0,7? Naja, egal. Es passt, ja? 0,347 Mikrohenry. Aber habe ich nicht gesagt, dass sie sind. Ach so, genau, das sind, genau. Also, das waren ja genau 1 Mikro und das waren sozusagen 0,5 und von 0,5 noch 0,7, genau, macht 0,3346 Mikrohenry. Vorher hatten wir 1, 0,5, 0, also ja, okay. So. Das in Mikrohenry. Und jetzt nehmen wir das und setzen das da oben ein. Also man sieht hier, die Technik ist auf jeden Fall wieder akut gegen mich heute, weil hier auch Sachen wild hin und her springen. Jetzt schon wieder auf diesem Pad hier. Omega können wir noch ausrechnen. Das machen wir jetzt auch gleich in Octave. Und dann sollte da eine Spannung bei rauskommen. Ja? Also unsere Frequenz ist 10 kHz, richtig? 10 E3. So, dann ist das Omega ist 2 mal Pi mal F und dann können wir ausrechnen U2 oder wir nehmen noch den Strom I1, der war glaube ich auch gegeben, das waren 4 Ampere und dann können wir sagen U2 ist J mal Omega mal unser M, was wir gerade ausgerechnet haben, ups, irgendwie tippe ich heute immer gleich auf Enter. Mal I1. So, dann kommt da natürlich was raus, was jetzt einen reinen Imaginärteil hat. Ja, und was praktisch voreilt, weil an Induktivitätenströme sich verspäten. Also eilt die Spannung vor. Und ja, das ist nicht so wahnsinnig groß. Das sind eben 87 Millivolt. Also hier oben kommen jetzt J. 87 Millivolt raus. Das Volt sieht nicht so schön aus. So, jetzt sieht es besser aus. Und tja, kann man sich jetzt drüber streiten, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Kommt drauf an, aber ist jetzt auf jeden Fall erstmal nicht bombastisch viel. Ja. Und tja, das würde jetzt natürlich mehr werden, wenn wir die Leitung länger machen, 2,5 Meter. Aber ich meine, das wäre jetzt so ein klassisches Ding. Ich hab so ein Energiekabel und da fließen jetzt irgendwie 4 Ampere, was ja so für einen Motor oder was jetzt kein wahnsinnig hoher Strom ist, irgendwie so normal. Jetzt 10 Kilohertz ist natürlich für einen Motor ein relativ hoher Strom, wenn man das jetzt so rechnet. So, und okay, also behalten wir mal so bei. Jetzt können wir das ja mal noch im Zeitbereich machen, hier bei C an dieser Stelle, nee, bei B an dieser Stelle hier. Was schreiben wir dann für eine Formel auf? Im Zeitbereich. Hier im Zeitbereich. Das ist eine gute mündliche Prüfungsantwort. Ja, also dann aus dem, also hier oben haben wir ein J Omega geschrieben, natürlich wird da eine Zeitableitung draus. Ja, also M mal DI1 von T nach DT, einfach praktisch das Induktionsgesetz, wenn sich der Strom im ersten Kreis ändert, dann wird im zweiten Kreis eine Spannung induziert. So, und jetzt im Prinzip steht diese Zeitableitung natürlich einfach hier direkt in der Aufgabenstellung drin. Also jetzt nehmen wir diese 0,346 Mikrohenry, die wir gerade ausgerechnet haben. Ich schreibe mal die Henry nochmal direkt als Voltsekunde pro Ampere, ja, so wie das hier schon steht. Und setze mal jetzt als Zeitableitung ein. Muss ich jetzt wieder mein Pad hier rüber bewegen, das sind 100 Ampere pro
pro Mikrosekunde. Und jetzt kürze ich natürlich Ampere gegen Ampere und Mikrosekunde gegen Mikrosekunde. Und da bleiben einheitenmäßig schon mal Volt über. Naja, und jetzt kann man das einfach im Kopf ausrechnen, macht das einfach 34,6 Volt. So, und das ist jetzt natürlich eine ganze Menge. Ja, und woran liegt das jetzt? Ja, es liegt daran, dass wir jetzt irgendwie schnell schalten. Ja, also hier drüben kann man das vielleicht irgendwie sehen. Also das hieße ja, ich schalte 100 Ampere in einer Mikrosekunde, könnte aber auch heißen, ich schalte irgendwie 10 Ampere in irgendwie einer Zehntel Mikrosekunde. Ja, also 100 Nanosekunden, und das ist jetzt auch nicht ganz so abwegig, wenn man jetzt eben an schnelle leistungselektronische Bauelemente denkt, irgendwie MOSFETs, IGBTs, die schalten natürlich schon irgendwie so schnell. So, und also wenn man sich jetzt eine kleine schöne Skizze dazu macht, ich mache mal die auf der, gib mir mal dafür eine zweite Seite. Und nehme mal kurz schwarz für das Diagramm. Jetzt hat da aber hier irgendwie, was ist denn jetzt passiert? Achso, ich bin am Rand des Pads angekommen, deswegen habe ich eine perfekt gerade Linie gemalt. Ich habe mich schon gewundert, ob jetzt hier irgendwie im Mausmodus auf einmal die gerade Linienerkennung eingeschaltet ist. Nee. So, also das soll mal die Zeit sein, und das hier soll mal jetzt in Blau sein, zum Beispiel der Strom, I1 von T. Ja, und wenn ich jetzt mal sowas typisch leistungselektronisches hätte, also ich habe keinen Strom, dann schalte ich jetzt einen Strom an für irgendeine PWM in irgendeinem Umrichter. Also Strom geht hoch, Strom bleibt konstant und Strom geht wieder runter. Und ich habe jetzt diese Schaltzeit natürlich mal so ein bisschen betont langsam gemacht. Und Strom bleibt wieder bei Null und irgendwann würde der Strom wieder ausgehen. Und wenn man sich jetzt eben dazu überlegt, wie sieht denn jetzt die im zweiten Kreis induzierte Spannung aus? Genau, die passiert immer dann, wenn der Strom sich ändert. Also hier ändert sich der Strom nicht. Genau, dann ist die Spannung 0. Hier ist jetzt der Strom ansteigend. Wenn ich davon mir die Ableitung anschaue, dann kommt da eben so ein positiver Puls raus. Dann ist der Strom wieder konstant, da passiert dann nichts. Und hier hinten, hier irgendwo an der Stelle, sinkt der Strom wieder und dann habe ich eben eine negative Ableitung und dann habe ich wieder eine Spannung und dann ist die Spannung wieder null. Und das heißt also, die Spannung hier, die wird umso größer, je schneller der Strom sich ändert, und die ist mal positiv und mal negativ, je nachdem, ob der Strom gerade ansteigt und abfällt. Und dann habe ich eben für einen sehr kurzen Zeitraum einen sehr hohen Wert und ansonsten passiert eben nichts. Ja, also dass diese vergleichsweise hohe Spannung, die wir hier ausgerechnet haben an der Stelle hier, also die ist hoch, aber die ist nur für einen sehr kurzen Zeitraum da, nämlich wirklich nur in dem Moment, wo der Strom sich ändert. Und der Strom kann sich nicht sehr lange, sehr schnell ändern, weil sonst hätte ich ja irgendwie riesengroße Ströme. Also das ist so ein bisschen bei B das Problem. Oder dass das hier so passiert. Ja, einfach Induktionsgesetz. Und ich meine, dieses, was wir vorher bei der kapazitive Kopplung-Aufgabe diskutiert haben, je größer die Frequenz, desto größer das Problem, das sehe ich ja auch einfach hier oben in der Gleichung. Weil hier ist direkt das Proportional zu Omega drin. Ja, und also das ist jetzt ja, muss man sagen, auch so ein ganz bisschen vereinfacht, weil wir betrachten jetzt ja im zweiten Stromkreis, das ist jetzt einfach sowas wie die im Leerlauf Open Circuit eingekoppelte Spannung. Wenn ich jetzt
hier wieder eine Impedanz habe in dem zweiten Kreis, naja, dann wird die diese Spannung runternehmen, aber dann kriege ich halt einen Strom dahin. Ja, also klar, wenn ich jetzt den zweiten Kreis kurz schließe, dann kann ich keine Spannung da haben, aber dann habe ich trotzdem Strom zu fließen im Prinzip in dem zweiten Kreis, der sich irgendwie einfach daraus ergibt. Naja, gut. So, und jetzt ist noch bei C ganz interessant, was passiert hier, wenn man den Abstand der Stromkreise verdoppelt? Also wir nehmen jetzt ein S' und das soll einfach zweimal so, oder ein S-Schlange heißt es, das soll jetzt einfach zweimal so groß sein. Und kann alles wegradieren, nur nicht den Strich. Ah doch. So, das soll zweimal so groß sein wie das S, was wir vorher hatten. So, dann können wir so ein bisschen auf diese Werte da oben drauf schauen. Jetzt ist das S1,4. S1,4 Schlange und das S2,3 Schlange sind jetzt wie groß? Na, doppelt so groß. Na, halt. Weil das verdoppelt sich jetzt, aber die Höhe bleibt ja die gleiche. Da müssen wir nochmal irgendwie in den Pythagoras einsetzen. Also entsteht hier sozusagen 2 mal 50 zum Quadrat. Und hier steht 50 zum Quadrat. Und dann kann man da so ein bisschen rumrechnen. 2 zum Quadrat sind ja 4. Also hier steht dann 4 mal 50 Quadrat. Hier steht einmal 50 Quadrat. 4 plus 1 macht Wurzel 5. Also wenn ich jetzt so richtig rechne, müsste hier Wurzel 5 rauskommen. Wurzel 5 mal 50 Millimeter. Also vielleicht irgendwie kurze Probe in Oktave. Ja. Also das S-Schlange, das S-Neu ist ja einfach 100 Millimeter. Wenn ich jetzt 100 Quadrat und 50 Quadrat zusammenrechne und davon die Wurzel kommt 111 raus. Und wenn ich Wurzel 5 mal 50 rechne, dann kommen da auch 111 raus. Also das passt. So, und das S2,4 Schlange und das S1,3 Schlange ist, also war vorher 50, das hat sich jetzt natürlich einfach verdoppelt, das ist jetzt 2 mal 50 Millimeter. So, und das heißt, in unserem Logarithmus stand ja vorher, also hier einfach eine 2 von der Wurzel 2 hier oben und hier sozusagen eine 1 von der 1, die wir hier an der Stelle hatten. Ja, also steht jetzt hier in unserem Logarithmus m ist μ0 mal l durch 2pi mal der Logarithmus der natürliche von, so jetzt dem zum Quadrat, das ist 5 und das da unten zum Quadrat sind 4. Also der Logarithmus von 5 Viertel. Vorher hatten wir einen Logarithmus von 2, jetzt haben wir einen Logarithmus von 5 Viertel. Und das kann man natürlich wieder hier in MATLAB oder in Octave einsetzen. 5 Viertel. Und dann ist das jetzt weniger geworden. Also vorher waren das eben diese 0,34, jetzt sind das 0,11 oder 0,112. Ich habe keinen schönen Platz mehr, um das hinzuschreiben. 0,112 Mikrohenry. Also von 3
von 346 Nano auf 112 Nano, ungefähr ein Drittel kleiner. So, und jetzt kann man noch, wie groß ist die Entkopplung, ist jetzt hier gefragt. Also jetzt könnte ich diese, das ist jetzt ein M-Schlange, jetzt könnte ich sozusagen das M-Schlange und das M ins Verhältnis setzen und könnte sagen, also M, das quetsche ich jetzt hier noch hin, M-Schlange durch M, das ist ja sowieso alles heute hier nicht so hübsch, weil mein Zeichentablet nicht so richtig schön funktioniert. Und das rechne ich jetzt einfach in Octave aus, indem ich nochmal das alte M ausrechne. Das war ja die Formel und das nenne ich jetzt M neu. M Schlange ist mir zu lang und jetzt rechne ich einfach M neu durch M und dann ist das eben Drittel. Ja, also da schreibe ich jetzt auch hin, ist roundabout ein Drittel. Und das, tja, wenn man das jetzt in dB umrechnet, was für eine Formel würden wir dann benutzen? Ja, 20 mal Logarithmus. Genau, 20 mal Logarithmus, weil diese Induktivität, die wir jetzt haben, die ist ja proportional zur Spannung und zum Strom, was man hier oben irgendwo sieht. Und das heißt, da würden wir dann einen Faktor 20 für das dB auf jeden Fall benutzen. So, das heißt, jetzt nehme ich das Verhältnis hier, werfe da einen Log 10 drauf, dann kommen sozusagen Bell raus und dann schreibe ich noch 20 mal davor, um das, Prinzip schon, ne? Und jetzt mit dem Faktor 10 mache ich Dezibel draus und die 2 wegen den Spannungsgrößen und dann macht das ungefähr minus 10 dB roundabout, sagen wir mal so. Ne? Also wir haben jetzt eine Entkopplung hinbekommen von minus 10 dB, was nicht viel ist, aber auch gar nichts. Und das jetzt einfach nur dadurch, dass wir den Abstand zwischen den Kreisen erhöht haben. Ja, und so kommt kommt so ein bisschen der Spruch her, aus der EMV-Abstand ist die beste Schirmung. Was man jetzt natürlich irgendwie noch machen könnte in diesem Problem hier, einfach den Abstand verringern. Also wenn ich das H kleiner mache, ja, sieht man das irgendwie auch sehr gut. Also das H hier oben in dem ist ja eigentlich das Problem. Also hier oben in dem Term, da steckt das H drin. Wenn ich kein H hätte, dann würde der Logarithmus von 1 rauskommen. Der Logarithmus von 1 ist im Prinzip 0 und dann wird das sehr klein. Ne? Aber irgendwie ein H werde ich natürlich immer haben, weil irgendwie muss ich ja hier so ein bisschen Abstand zwischen diesen Leitungen haben. Also um gewisses H komme ich nicht ringsrum, aber also wenn ich jetzt einfach beides doppelt so groß mache oder doppelt so klein mache, also wenn ich die Höhe kleiner mache und den Abstand kleiner mache, dann bleibt alles genau das gleiche wie vorher. Also ich muss irgendwie Höhe klein machen, diesen Abstand klein, diesen Abstand möglichst groß, dann kriege ich eine große Entkopplung hin. Und ich meine, was man natürlich auch irgendwie machen könnte, ist das, was ich mir vorher so überlegt habe, ne? Diese gelbe Linie hier, das ist ja sowas wie so eine Symmetrielinie. Wenn ich jetzt das zweite System einfach so hinpacke, Hinleiter, Rückleiter, genau in diese Symmetrieebene, dann habe ich ja keine magnetischen Feldlinien, die da durchgreifen. Und dann wird da auch überhaupt gar nichts eingekoppelt in dem Fall. Also jetzt passt diese Formel hier wahrscheinlich auch nicht so richtig. Oder keine Ahnung, vielleicht kann man die Formel trotzdem in dem Fall anwenden. Müsste man jetzt mal sich überlegen, was jetzt hier für Abstände bei rauskommen. Ja, also die sind ja natürlich irgendwie deutlich anders. Weiß nicht, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das jetzt dann immer noch funktioniert. Das habe ich noch nie gemacht.
Wir können das ja mal, wir haben auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es lohnt auch nicht, mit der nächsten Aufgabe anzufangen. Genau, wir haben noch so eine Viertelstunde. Das können wir mal kurz, das können wir kurz machen. 5 Minuten, dann können wir noch ChatGPT fragen, was es zu der Problematik sagt. Also, wenn man es jetzt mal so macht, ja, dann müsste ja, also ich mache mal, weil das hier in dem Pad immer nicht so richtig gut funktioniert, mache ich jetzt mal einfach einen harten Spracherkennung einrichten, einen harten Windows-Screenshot von dem hier, inklusive der Formel, und kopiere mal das auf eine zweite Seite, nee, da ist schon was, also auf eine dritte Seite. So, und also wenn man das jetzt mal einfach ganz dumpf aufschreibt, dann ist ja das S14, also nehmen wir jetzt mal diesen, das hier sozusagen H halbe, ja, wir haben es jetzt ja genau in die Hälfte gepackt, und ich nenne jetzt mal irgendwie diesen Abstand hier, ja, was, wie nehmen wir den? Nehmen wir die mal A und nennen den hier weiterhin S. So, also dann wäre das S14. Also dann wäre das hier der Leiter 3 und das wäre der Leiter 4. So, das S14 wäre jetzt diese Strecke hier, richtig? Wäre diese Diagonale. So, und das müsste jetzt ja sein, der Pythagoras von h halbe zum Quadrat plus a plus s zum Quadrat. So, dann hätten wir ein S23. Brauche ich mal noch eine andere Farbe. Das wäre das hier. S23 wäre auch ein H halbe Quadrat, einfach nur plus ein A Quadrat, weil da nicht dieser zweite Abstand mit reinkommt. So, und dann hätten wir noch weiterhin, und jetzt muss sich da auch so eine gewisse Symmetrie draus ergeben, ein 1, 3, das ist jetzt diese Länge hier, und wir hätten noch ein 2, 4, das ist diese Länge hier hinten hin. So, und jetzt, also jetzt schreibe ich das nicht auf, aber jetzt sieht man schon, dass S13, ja, was diese diagonale Abstand ist, das ist ja genauso lang wie das S23. Also ob ich von hier oben hier runter gehe oder ob ich von hier unten hier hoch gehe, ist genau das Gleiche. Genauso ist das, diese lange Strecke, das S24, ist genauso groß wie das grüne, wie das S14, aufgrund eben dieser Symmetrie. So, und jetzt kann man schon gucken, also wenn die beiden gleich sind hier, der und der, kürze ich das weg. Die beiden hier sind auch gleich, dann kürze ich das auch weg, dann bleibt da einfach wirklich der Logarithmus von 1 zu stehen. Und der ist eben 0, sodass in dem Fall diese Koppelinduktivität dann 0 wird. Was ja auch ein ganz nettes und schönes Ergebnis ist. Dann speichere ich das mal hier einmal kurz ab als induktive Kopplung. Und gehen wir nochmal zurück ins Aufgabenheft und boah, machen wir das hier ein bisschen kleiner, machen wir jetzt das hier kurz in den Vollbildmodus, um das, ne, muss ich eigentlich nicht, ne?
irgendwie komme ich jetzt gar nicht klar. So. Jetzt mache ich da einfach einen Screenshot von. Und jetzt fragen wir wieder ChatGPT, was es so sagt zu dieser Problematik. Wobei kann ich dir heute helfen? So, jetzt füge ich einfach mal das Bild ein. Ah, is faster than better understanding speaks more languages. Apps verbinden. So, es hat jetzt das Bild, hat es jetzt glaube ich schon geschluckt. Jetzt nehmen wir noch als Text die Aufgabe zu, berechnen Sie die Spannung U2, die in den zweiten Stromkreis durch induktive Kupplung induziert wird. So, interessanterweise ist das jetzt wieder sowas, was ich nicht so ganz verstehe. Mein Browser ist auf Deutsch eingestellt. Ich habe nirgendwo was gesagt, dass ich Englisch haben will. Und die Frage ist auch auf Deutsch gestellt, es antwortet jetzt trotzdem auf Englisch. Ja? So, und ich weiß nicht, ob das ist jetzt, ich habe dieses ChatGPT 4.4.4.0 noch nicht probiert, ob und wie das jetzt auch mit uns sprechen würde. So, aber es macht auf jeden Fall irgendwie so Sachen. Wir können jetzt mal kurz gucken, was das hier so Schönes macht. So. Also es sagt hier die Formel, okay, haben wir ja, μ 0 nutzt es auch den Wert. Also da muss man eigentlich sagen, das ist nicht exakt so. Früher war das mal exakt so. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Näherung, aber seit irgendwie der Neudefinition der SI-Einheiten ist das nicht mehr, ist das keine gottgegebene Größe mehr, die genau auf dieses 4 mal Pi festgelegt ist, sondern das hat irgendwie einen anderen Zahlenwert, aber ist egal. Also das, da würde ich jetzt eben keinen Strick draus drehen, das haben wir jetzt ja genauso gemacht. So, jetzt kommen diese Sachen raus, jetzt nimmt es hier irgendwie auch Pythagoras, findet da irgendwas, sagt hier, das ist 0,07, ja, also das sind genau unsere Wurzel 2 mal 50, das passt schon, setzt das in die Formel ein, sagt ln von 2 ist 0,7 irgendwas, kommen diese Mikrohenry raus, 10 hoch minus 7 Henry, das passt. So, und jetzt macht es ein bisschen was, jetzt nimmt es diese Formel im Zeitbereich, Frequenz 10 Kilohertz, 2 mal Pi, naja, macht das schon im Prinzip ganz richtig, setzt das irgendwie ein, macht hier so eine Zeitableitung, das kann man alles machen, ist natürlich alles irrsinnig kompliziert und es kommen 8,7 Millivolt raus. So, und meines Erachtens ist das jetzt irgendwie falsch, weil wir haben noch was anderes ausgerechnet. 87. Wir haben 87 ausgerechnet. Haben wir uns so vertan? Dabei? Nee. Nee. So. Jetzt ist, dann ist natürlich die Frage, wo ist jetzt hier der Fehler? 10 Kilohertz. Also, und das ist schon hier auch wieder großer Quatsch. Quatsch, meines Erachtens, mal T, weil also hier fehlt jetzt die Einheit. Ne? Also das stimmt, hier müsste jetzt, das, wenn das T hat ja die Einheit nach Zeit, dann müsste das noch hier irgendwie die Einheit von der Frequenz haben. Und irgendwie, also hier stehen die 4, ne? Und hier fehlt auch das Ampere vom Strom. Also das ist hier alles so halb, sehr halb Seiden, was hier rauskommt. Das ist die Ampere, das ist jetzt die innere Ableitung und das sind eigentlich die 10 Kilohertz. So, und jetzt müsstest du das nehmen. Ja, und ich meine, was hier in dem Cosinus drinsteht, ist eigentlich vollkommen egal, weil den setzen wir am Ende auf 1. Ja, wir sagen, das Maximum ist, wenn der Cosinus 1 ist. So, also haben wir m mal 8 Pi mal 10 hoch 4. So, und ich meine, jetzt nehme ich mal einfach Oktev, mache das mal, jetzt, also heute, wie gesagt, heute ist die Technik akut gegen mich. Ich kann das Oktevfenster nicht kleiner machen, weil irgendwie ist das hier so komisch skaliert, dass es einfach riesengroß ist. Jetzt auf einmal, da ist es. Hm? Da kommt auf jeden Fall
87 Milliohm raus. Da kommen auf jeden Fall 87 Milliohm raus, richtig? Du hast es jetzt auch schon ausgerechnet. So, jetzt mache ich das mal auch nochmal ganz. Oh, ey, wisst ihr, ich meine, so ein paar Automatismen in Windows sind ja irgendwie mal ganz nett hier und dann, ja. Aber ich meine, wenn ich ein Fenster kleiner machen will, will ich ein Fenster kleiner machen und nicht irgendwie größer. Also, was wollte ich jetzt ausrechnen? Das hier, die untere hier, das mit dem M, richtig? Also M mal 8 mal Pi mal 10 hoch 4. 10e4. So, und dann kommen da 87. Hier kommen jetzt sogar noch, hier kommen sogar noch mehr raus. So, also nochmal kurz hier oben geguckt, was wir jetzt hier gemacht haben. U2 gab uns einen Syntax-Error. Hier kamen die 87 raus. So, und das war Omega mal M mal I1. Also F sind Dings. Omega ist das mal 2 mal Pi. Das passt auch. So. Und Omega mal M mal I. Heißt das I? Oh mal I. I ist jetzt. Nee. Ich, oh nein. Ich, groß I ist I1. Ja. I1. So. Also das macht das. M hat diesen Wert. Omega hat den richtigen Wert, I1 hat den richtigen Wert, also das muss bei rauskommen. Ja, ist doch das jetzt hier irgendwie auch schon. Nee, aber ich habe das gerade eingegeben, was ChatGPT gemacht hat. Also die haben irgendwie, ich weiß nicht, da war, glaube ich, gerade bei der Eingabe irgendwas falsch bei der ersten. Bei der ersten, ja. Ich sag mal, M mal 8 mal Pi mal 10. M mal 8 mal Pi mal. Ach so, ich habe, ja, warte. Ich habe genau, ja, nee, ich weiß, was mein Problem ist. Das ist immer, ja, das ist das mit dem Bullshit in, Bullshit out, so. Ich habe 10e4 geschrieben, ich muss 1e4 schreiben, so. Und ich meine, dann passt es, so, okay, dann passt es, so. Jetzt macht er hier 8 mal Pi mal Dings, das passt auch noch, ne? Setzt für, total absurd, setzt für Pi da den Zahlenwert ein. So, 8 mal Pi sind mit Sicherheit nicht 200, also da kommt jetzt der Fehler, ne? 8 mal Pi sind eben 25 und nicht 200. Also da ist es ist einfach, tja, da kommt die Dekade her und dann kommt, und dann ist ja aber witzig, ich meine, hier macht er doch jetzt 10 mal zu viel und am Ende kommen aber trotzdem 10 mal zu wenig raus, weil er jetzt schon wieder irgendwas miteinander verbastelt. So, naja, egal. Also also rechnen kann es offensichtlich einfach immer noch nicht so richtig. So, jetzt fragen wir immer noch das hier. Wenn im Mikroampere pro Sekunde. So, tja, also hier es verdaddelt die Zahlenrechnung. Und jetzt überlegt es auch schon eine ganze Weile. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß nicht, wie könnte ich es jetzt dazu bringen, zu sprechen? Aber egal, wir wollen nicht, dass es spricht. Genau, ne, das ist jetzt meines Erachtens richtig umgerechnet. Das ist einfach die Mikrosekunden in 10 hoch 6, 10 hoch minus 6 unter dem Bruchstrich in 10 hoch 6 über dem Bruchstrich umgewandelt. Das M ist noch das Richtige. Kommen 34, Volt raus. Das passt, ja. So, und das ist natürlich hier nochmal eine Aufgabe, wo man ein bisschen, bin ich jetzt mal gespannt, ob es hier irgendwie auf, wenn der Abstand zwischen, ich lasse das jetzt, ich nenne das mal einfach weiterhin S. So, also jetzt sagt es, sind 100 mm, das sind 0,1 Meter, die geometrischen Abstände sind immer noch die, also die Höhe bleibt der gleiche, ne? Das sind diese 118
111,8 mm, die wir auch schon mal ausgerechnet hatten. Das ist jetzt einfach der Doppelte. So, dann kommt der Logarithmus von 5 Viertel raus, die hatten wir auch. Und dann kommen da im Prinzip 10 dB raus. Also, das hat es jetzt aus positiv ausgerechnet, weil es einfach nicht den neuen Wert durch den alten, sondern den alten Wert durch den neuen genommen hat. Ja, deswegen steht jetzt hier nicht ein Drittel, sondern drei. Aber das wiederum passt erschreckend gut, ne? Also, ob man sich jetzt, ob man das jetzt in dB auf drei Nachkommastellen angeben muss, das ist sicherlich sehr, 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 sehr fragwürdig an der Stelle. Das würde ich jetzt so auch nicht machen, weil man sich da direkt so diesem Vorwurf, wie genau weiß man das denn? Nee, so genau weiß man das auf jeden Fall nicht. Ja, also irgendwie ungefähr 10 dB, 9,8 dB. Das reicht schon aus Genauigkeit vollkommen hin, aber da ist es mal wieder relativ gut, hier an der Stelle schwächelt es. Hier liegt es irgendwie falsch. Jetzt könnte man natürlich wieder noch andere Modelle benutzen. Interessant ist ja, dass ich jetzt in meiner Bezahl pro Version, dass man das 3,5 überhaupt gar nicht mehr auswählen kann. Also wahrscheinlich, weil dieses 4O jetzt eben die Standardvariante ist. Ja, und ich meine, das ist, ich habe mich ja auch schon in einem Blogartikel mehrfach darüber ausgelassen, dass ich das für großen Quatsch finde, wenn man jetzt irgendwie von Leuten fordert, in Abschlussarbeiten bitte irgendwie ihre Prompts, also wenn das da genutzt wird, zu dokumentieren und die Ein- und Ausgaben, ja, dann muss man das schon in voller Gänze und Komplettheit machen, weil am Ende kann das ein halbes Jahr später eh kein Mensch mehr nachvollziehen, weil, also wenn mir jetzt irgendjemand was geschrieben hätte und gesagt hätte, hier die Lösung habe ich mit ChatGPT 3,5 gemacht, dann könnte ich das jetzt ja eh nicht prüfen. Und Ähnlich für mehrere Eingaben genau, eben und ich meine, unterschiedlich sein es können. kann sowieso was Unterschiedliches dabei Ja. rauskommen.